König Heinrich II. Wollte sein Erbe unter seinen Söhnen aufteilen. Heinrich sollte ihm in England nachfolgen. Richard Löwenherz erhielt Aquitanien und Gottfried die Bretagne. Nur Johann der Jüngste blieb ohne Land, was ihm auch diesen Beinamen einbrachte. Als er schließlich nach Streitereien alle Söhne seinem designierten Nachfolger Heinrich unterstellte, brach ein Konflikt aus. Da starb Sohn Heinrich aus 1183 plötzlich, doch der Streit ging weiter. Schlussendlich musste Heinrich II. Die Oberhoheit des mit Richard verbündeten Königs von Frankreich über den Kontinentalbesitz anerkennen. Heinrich starb 1189. Nachfolger Richard Löwenherz fühlte sich mehr in Aquitanien zu Hause. Als französischer Ritter nahm er auch am dritten Kreuzzug teil. Auf dem Rückweg, der ihn auch über Friesach führte, geriet er 1192 in Gefangenschaft, aus der er nur mit hohen Zahlungen befreit werden konnte. 1194 kehrte er nach England zurück und starb 1199. Auf ihn folgte der jüngere Bruder Johann ohne Land. Auch er hatte mit Frankreich Probleme. Schließlich wurden ihm nach einem Prozess die französischen Lehen entzogen. Die Normandie verlor als französisches Kronland den Status eines Herzogtums. 1203 musste Johann nach England gehen, nur Aquitanien konnte er behalten. 1213 schließlich musste er die päpstliche Oberhoheit über England anerkennen. Ein Jahr später erlitt er gegen den französischen König eine verheerende Niederlage bei Bouvines. Daraufhin musste er 1215 die Magna Carta Libertatum gewähren, die den Baronen große Mitbestimmung brachte. Damit war für England der Weg zu einer konstitutionellen Monarchie geebnet. Johann ohne Land starb 1216. Die kontinentalen Besitzungen der englischen Krone spielten im Spätmittelalter wieder eine bedeutende Rolle. Von 1337 bis 1453 kam es zum sogenannten Hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich. Da 1328 die Kapetinger als französische Könige ausstarben, erhob auch England Anspruch auf die französische Krone. Der Krieg endete mit einer englischen Niederlage.